Hey ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Famicom Detective Club von Onkel Rabe mit DJKR87 und jawohl, und wir haben letztes Mal so einiges erlebt. Wir hatten eine sehr ereignisreiche Situation an einer Klippe, wo Tazaki dabei war oder im Begriff war, Ayumi zu töten, die ihm gefolgt ist. Und ja, letztendlich konnte er es nicht tun und hat uns einige äußerst heiße Infos gegeben. Oh ja. Also das war wirklich schon ein heikler Vorfall. Aber es ist ja nochmal alles gut ausgegangen, zum Glück. Und jetzt wollen wir nochmal gucken, was wir jetzt als nächstes anstellen müssen. Jetzt, wo wir quasi jetzt mit Ayumi im Büro stehen. Was schlägst du vor, was machen wir? Also ich fände es interessant, ob wir sie mal mit diesem Willen, den sie uns gegeben hat, mal konfrontieren könnten. Ich weiß nicht, was ich darüber sagen soll. Ryu, ich konnte nicht anders als darüber nachzudenken, was ich tun würde, wenn irgendwas ihnen geschehen wäre. Also dachte ich, ich sollte alleine gehen. Danke, dass du an mich gedacht hast. Aber das war ziemlich rücksichtslos von dir. Ich konnte einfach nur nicht ich konnte sie einfach nicht gefährden, um dadurch einen weiteren Freund zu verlieren. Okay. Tja, jetzt wissen wir warum. Richtig. Wir sind ja wieder im Büro, ne? Ja. So eigentlich und so. So eigentlich ist das schon checken, wirklich. Ich glaube, checken bringt nichts. Ich sehe nichts Auffälliges. Wir können Ayumi mal checken. Vielleicht sagt er jetzt nicht mal was. Nö. Ja, so viel. Vielleicht sind wir jetzt wieder die Denkertypen. Sie scheint so traurig zu sein. Ja, immerhin. Viel denken wir trotzdem nicht. Können wir noch irgendwas zeigen? Oh. Mojo? Mojo. Wo ist der Mojo? Du musst dir um nichts Sorgen machen. Mit diesem drittklassigen schwarzen Gurt an deiner Seite. Ja, 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 ja. Kung Fu DJ KR. Wie gefällt dir das? Ryu, dein Schosenstall ist offen. Oh, oh. Ja! Das war ziemlich aber ich habe sie letzten Endes zum Lächeln gebracht. Hallo, ich bin der Mundwinkelbeauftragte. Was soll das? Zu spät. Dann lass uns nochmal denken. Ich sollte, ja, nochmal reviewen, bevor wir was anderes machen. So, und jetzt habe ich so eine kleine These in diesem Spiel. Immer wenn diese Melodie läuft, müssen wir reviewen, oder? Kommt die läuft gut jedes hin, Mal, ja, wenn wir ein Review machen müssen. Die Dinge sind ziemlich ins Rollen geraten letztlich. Tazaki wurde sogar ziemlich gewalttätig. Letzten Endes brach er zusammen und hat seine Lügen offenbart. Eine weitere Notiz. Ich bin mir sicher, dass der Direktor... Nee, dass der Direktor, den ich bei der Galeria gesehen habe, der Mann war... Ah, nee. Nochmal langsam. Also, eine weitere Notiz. Ich bin mir sicher, dass das der Direktor war, den ich bei der Galeria gesehen habe. Aber wer war der andere Mann bei ihm? Oh meine Güte! Ich bin zu spät dran für die Schule. Ich gehe jetzt. Wenn ich jetzt gehe, sollte ich in der Lage sein, zur vierten Stunde anzukommen. Du solltest dich besser beeilen. Stimmt, 3 Stunden verpassen ist schlecht. du kommst mit mir, okay? Ja, von wegen Reviewen. Wir gehen mit ihr zur Schule. Ja. Kapitel 7. Eine ungewöhnliche Verbindung. Schon vorbei, okay. Das war jetzt aber ein schlechtes Wolfsgeheul. Hm?
Danke, Ryu. Bitte? ja, ne? Finde ich toll. Gehen wir nochmal von oben durch. Was können wir mit Speak-To machen? Ey, wir können mit dem Studenten reden. Was geht? Okay, vielleicht weiß der was. Joko? Hä? Wer ist das? Der kennt sie wohl nicht. Ich glaube, der weiß was. Sie war in letzter Zeit nicht häufig in der Schule. Sie steht neben dir. Jo, so Ayumi. Ja. Ja. Ich habe jetzt gerade erst gesehen, dass du auf Ayumi gegangen bist. Oh, das ist das Mädel, das ermordet wurde. Ich bin ein... Oh, nicht schon wieder dieses Sofa. Ich bin ein Neuling, also weiß ich, kenne ich sie nicht wirklich. Okay. Nochmal? Insights. Sind sie nicht dieser Detektiv-Kühe-Typ? Da liegst du sogar richtig. Ist ja, auch, glaube ich, nicht schwer zu erkennen. Jetzt machen wir mal jetzt reden wir mal wieder mit Ayumi. Wusste er irgendwas? Nein, er war nur ein Neuling. Er wusste Joko nicht so gut. Er kannte sie nicht so gut. Ja, mein Fehler. Alles gut. Aber er scheint dich ziemlich gut zu kennen. Ja, nur. Wer weiß, was die angestellt haben. Wer weiß. Ach, lass mir die Details. Schön schmunzeln. Ja, ja. Fragen wir sie mal ein bisschen was. Ey. Fragen sie mal über sich selber. Oh, komm schon. Sei wegen mir unbesorgt. Nee. In dem Joko? Fall nicht mehr. Seit jenem Zeitpunkt. Joko? Wenn ich irgendwas Neues rausfinde, wirst du der Erste sein, der es erfährt, Ryu. Komplizin. Du hast dich vorher gut angestellt, Ryu. Ich habe noch nichts Neues herausgefunden. Ich werde tiefer graben müssen. Wir können den wahren Mörder nicht davon kommen lassen. Speak to? Vielleicht ist der Typ jemand, oder? Egal. Ryu, er wird keine große Hilfe sein. Joko war ein Neuling, erinnerst du dich? Ey, hast du jemals eine Hitomi getroffen, Ryu? Nein. Hitomi? 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 Hitomi. Ja, Hitomi war eine enge Freundin von Joko. Vielleicht sogar ihre Beste. Das ist doch mal nett zu wissen, ne? Da kommst du aber ziemlich spät mit. Ja, Mann. Bin sicher, Hitomi wäre bereit, uns auszuhelfen. Aber erstmal nochmal wegen Joko nochmal fragen. Ich hab das im Gefühl, dass Hitomi etwas wissen wird, was wir nicht wissen. Okay, jetzt sagt sie das gleich. Dasselbe. Ha, okay. Über sie selbst ausfragen. Ich will eigentlich die Maße wissen. Hey, es gibt etwas, was ich dir sagen muss. Jetzt kommt's. Ja? Hm? Ich hab's dir schon ziemlich lange vorbehalten, aber ich... Ah? Toll, die Schulglocke macht alles kaputt. Toll. Oh nein, die Glocke. Ich muss gehen. Wir treffen mich am alten Gebäude nach der Schule, okay? Das ist etwas, was ich dir sagen muss. Also musst du dich noch ein bisschen gedulden, bis du ihre Maße erfährst. Mann! Mädels. Ja, du sagst es. Ja, ey, lass mal denken. Denken? Nun, was soll ich jetzt anstellen? Es ist noch ein bisschen Zeit, bevor die Schule aus ist. Ich sollte vielleicht ein paar... Beweise finden oder ein paar Hinweise. Genau. Ich kam jetzt gerade nicht auf das Wort. Wir können gehen. Yay. Ein Gespräch mit Herr Tasaki klingt nach einer guten Idee.
Vielleicht gibt es ein weiteres Geheimnis, das er mir anvertrauen will. Oder das dort auf uns wartet. Jemand hier? Hallo? Herr Tasaki, würde es Ihnen was ausmachen, wenn ich mit Ihnen ein weiteres Mal rede? Klar, was da los ist. Gibt ja nichts mehr, was ich weiß, das dir helfen könnte, aber wenn du möchtest. Na dann? Ah, dann quatschen wir mal mit dem Tübel. Ja. Die Art und Weise, wie sie mich diese Fragen, wie sie mir diese Fragen stellte, schien so, als wäre da nichts, was sie nicht wüsste über den Kaneda-Fall. Aber nachdem sie mit mir fertig war, habe ich mich stundenlang gezittert. Hä? Bitte? Nochmal. Okay. Ayumi! Glaub mir, das Mädel ist mehr nur als eine nette, einfache kleine Studentin. Der weiß mehr. Eindeutig. Sie kann ganz schön hart sein, wenn sie möchte. Aha. Nochmal? Nö. Vielleicht weiß sie aber noch irgendwas über die alte Geschichte, genau. Das ist diese Geistergeschichte, die von diesem Shinobu-Mädchen, oder? Toll. Mehr hat er dazu nicht zu sagen. Kaneda-Fall. Ich hab dir alles gesagt, was ich weiß. Hitomi? Wer? Hitomi! H-I-T-O-M-I! Okay. Scheint aber nicht zu kennen. Vielleicht können wir da irgendwas checken. Ja, mach mal die Vicinity. Das ist der Raum vom Hausmeister. Tasaki checken? Vielleicht sollen wir mal filzen. Er scheint ziemlich anders zu sein. U-Rabe fragen. Bitte seien Sie nicht hart zu ihm. Alles, was er jemals machen wollte, war mir zu helfen. Okay, jetzt nochmal zum Kaneda-Fall. Vielleicht sagt er jetzt was? Nö. Mein Gott, ist der gesprächig, der Kerl. Aber seine Insights werden wichtig, werden witzig. Hä? Warte mal eine Sekunde, da ist noch was. An dieser Nacht, da, als ich die Wand repariert habe. Hatte ich das Gefühl, dass jemand anders dort war, der mich beobachtete. Also, bist du nicht der einzige Spion hier? Hm? Scheint so, ne? Speak to nochmal. Vielleicht sagt er jetzt nochmal irgendwie. Ja. Nee. Tommy. Diese Person ist gerade nicht hier. Dann ask nochmal. Aber ich war in dieser Nacht so panisch, dass ich durchaus mir das nur hätte einbilden können. Hm. Nun, ich muss an die Arbeit. Warte, Sie noch, was meinen Sie jetzt gerade? Nun, ob du mir glaubst oder nicht, all diese, ob du diese Geschichte mit dem, diesen Hokuspokus mit dem Mädchen in der Rückseite glaubst oder nicht. Es gibt da etwas an dieser Schule. Da ist etwas. Irgendwas stimmt mit diesem Ort nicht. Jeder weiß es. Es ist nicht nur meine Einbildung. Ich weiß es. Ich weiß, dass es das nicht ist. Hm? Das ist, ja, die Vorderseite der Highschool. Hm? Dieses Geräusch. Es hat sich so angehört, als hätte mir jemand nach mir vor einer Sekunde gerufen. Ah. Können wir irgendwo hingehen?
Die Frage ist, wer sagt das jetzt? Warte, Ryu! Ah, sie ist das. Ah, das bist ja du. Ah. Ich habe sie vom Belegschaftsraumfenster gerufen. Haben Sie das nicht gehört? Ryu, Direktor Urabe möchte mit Ihnen reden und Sie in seinem Büro treffen. Hm? Okay. Was mir gerade auffällt? Hm, was denn? Bei dem Staff Room machen wir jetzt einfach mal das Lehrerzimmer draus. Das sind ja immer Lehrer. Ja, ja. Okay, das ist, ja, das Büro vom Direktor. Es tut mir leid, dass ich, mit Ihnen bis jetzt noch nicht reden konnte, Detective. Meine Arbeitsweise kann manchmal, kann mich ziemlich sorgfältig beschäftigen. Ryu informiert den Direktor über das, was den vorherigen Tag passiert ist. In der Tat, Herr Tasaki war bekannt dafür, dass er irgendwie irgendwie merkwürdig wirkte von Zeit zu Zeit. Wie dem auch sei, wie Sie gesehen haben, ist er tief im Inneren ein guter Mensch. Ja, das wissen wir. Aber ich würde sagen, hier werden wir jetzt erstmal einen Schnitt machen. Und jo. Im nächsten Part mal mit dem Direktor unter vier Augen. Ja, vier Augen. Wir sind ja nur zwei Personen. Reden und dann gucken, ja, was er uns zu sagen hat. Und wir werden es erfahren im nächsten Part. Deswegen lassen wir es ein bisschen spannend werden. Bis dahin, auf Wiedersehen. Haut rein, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, sprach der Raven Knight nimmermehr und bleibt sauber.